Also atmosphärisch super geil gemacht, oder? Die Musik passt super. Es ist schön alles dargestellt. Also ich finde es wirklich super, super, super schick. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Ja, das denke ich auch manchmal. Geschafft, Batterien alle. Und ich habe weder Leuchtspuren, noch habe ich irgendwelche Leuchtfackeln, noch habe ich irgendwelche Blendgranaten. Ich bin richtig am Arsch. Richtig am Arsch. Also fett am Arsch. Ich bin so am Arsch. Schon erwähnt, dass ich am Arsch bin. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen.
Das ist immer relativ easy, was wir hier machen müssen. Das geht ja noch einigermaßen. Ja, genau. Ja. Das Problem ist, dieses Spiel ist absolut kein vernünftiges Jump'n'Run und deswegen ist das nicht so lustig. So, aber damit sollten wir das jetzt eigentlich hinkriegen. Das ist nicht ganz so wild gewesen, nicht allzu schwierig. Ellen, verlier bloß deine Taschenlampe nicht. Mann, Mann, Mann. Okay, wir sind oben. Entweder habe ich Weine wie Pizarro oder das Holz war total morsch. Okay. Ich schätze mal, dass wir nach oben müssen. Darum gehe ich erstmal nach unten. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Mist! Okay, warte, 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 Moment. Und oh Wunder, ich habe wieder zwei neue Batterien. Ist das nicht schön? Okay, okay. Guck mal ein bisschen rum hier. Boah, da haben wir schon ganz schön was gemacht hier. Wunderbar. So, dann gehen wir einmal hier ruf. Keine Ahnung, ob es das hilft, was es bringt. Wir werden gleich sehen, was da oben passiert. Eine Manuskriptseite liegt hier rum. Die liegt hier. Wow. Das sieht doch mal richtig schick aus, oder? Nett gemacht. So, eine neue Manuskriptseite. Thor schlägt Schwester Sinclair. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.«
Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby. Wow. Wird ja immer bekloppter, die Story. Hilfe. Eieieiei. Okay, wir haben wieder 4 von den Fackeln. Wir haben 2 Schuss Leuchtspur. Oder die Signalraketen. Und bis auf 4 Schuss eine volle Packung Munition für unsere kleine Wumme und 11 Schuss fürs Jagdgewehr. Mhm. Gut, ich denke, da kann man so ein bisschen was mit anfangen. Leider nur 2x Batterie, aber egal. Der wackelt auch bedenklich, ne? Aber gut. So. Noch eine Seilbahn. Echt toll. Ja, voll mein Ding. Seilbahnen sind voll mein Ding. Bitte, fahren Sie das jetzt? Ach ja, natürlich. Und das immer. Ja. Wow. Okay, ich muss ein bisschen meine Energie wieder hochholen. Da kann ich noch nicht weitergehen. Danke. Mist. Sehr nett. Aussichtsbar.